Crisis, what crisis? Zweite Staffel, Folge 8. Wir machen unser Unternehmensschiff klar zur Schlechtwetterfahrt. Schritt 7, Entschluss fassen. Herzlich willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich, kompakt, unter 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crisis, what crisis? Wir waren noch immer dabei, das Schiff klar zu machen und waren beim letzten Mal schon etwas voreilig mit der Ankündigung. Wir kommen heute erstmal noch zum Thema Entschluss fassen, denn das ist die Vorbereitung dafür, dass wir danach überhaupt in der Lage, in der neuen leben können. Uwe, was fällt uns denn immer so leicht oder schwer, wenn wir Entschlüsse fassen sollen? Ja, also das ist ja der entscheidende Punkt, gerade in der Führung in einer Organisation, zu sagen, hey, ich habe unsere Ziele benannt und ich habe die Verbündeten benannt und ich habe das Risiko abgeschätzt. Aber jetzt muss es unter den vielen, vielen Variationen und Varianten ja irgendwann mal dazu kommen, dass ich sage, hallo, ich muss klar, sicher und bestimmt jetzt ansagen, wie es geht. Ja. Und das ist das, was wir immer wieder erleben, führen macht sehr einsam. Ich sitze dann in meinem, manchmal habe ich ganz, ganz wenig Zeit dazu, in meinem Kabuff oder in meinem Büro oder in meinem Kämmerlein oder gehe am Strand spazieren und muss jetzt einen Entschluss fassen. Wie geht es? Ja, und was machen wir mit Abwägen für und wieder? Ich muss vielleicht Allianzen bilden. Ich muss vielleicht Menschen vor den Kopf stoßen. Ich muss vielleicht andere Ideen zurückstellen. Ich muss vielleicht Ressourcen für etwas einsetzen, wofür ich gar keine einsetzen wollte. Ich muss einen Entschluss fassen. Ja, wir haben in der Bundesrepublik Deutschland einen Entschluss gefasst, dass wir 100 Milliarden Euro einsetzen für neue Rüstung. Unsere Politik war aber viele, viele Jahre darauf ausgerichtet, nicht aufzurüsten, ja, und im Frieden zu leben und in der Nachkriegszeit zu leben. Jetzt ist die Nachkriegszeit vorbei, ja, und jetzt musste man einen Entschluss fassen. Und dieser Entschluss, wenn man die Diskussionen auch sieht in der Bundesrepublik Deutschland, die alle berechtigt sind, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran, war das jetzt richtig oder nicht, er musste gefasst werden. Genauso wie jetzt der Entschluss gefasst werden muss, nicht in der Frage, sind Atomkraftwerke umweltfreundlich oder nicht, oder sind Braunkohlen- oder Steinkohlenkraftwerke gut für die Umwelt oder ja oder nein, sondern der Entschluss muss sein, ist die Sicherheit, die Energiesicherheit für den Jahreswechsel und für den Winter nächsten Jahres gegeben. Und jetzt werde ich hier gerade in Extremsituation, ich weiß nicht, ob das zu hören ist, ich fährt gerade eine Feuerwehr durchs Büro. Hatte ich im Hintergrund, aber ja. Das ist ja genau das, was uns ja häufig von Entschlüssen wieder ablenkt, weil wir irgendwelche Brandherde wahrnehmen und dann das rausschieben und es wieder auf, da sind wir wieder beim Thema Aktionismus statt bei. Richtig. Und diese Besonderheit, dieses einsame Fühlen, es muss jemand die Verantwortung übernehmen. Und das ist das, was Unternehmer immer wieder und jeden Tag und in der Regel ja auch routiniert machen, schon immer. Und jetzt kommt aber die schwierige Situation dazu, dass sie vielleicht auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen müssen oder Entschlüsse fassen müssen, die so weitreichende Folgen auch für die Existenz des Unternehmens haben können, dass es fast unerträglich ist für denjenigen, der es tun muss. Ja. Und das muss er dann auch kommunizieren. Und da kommen wir dann zu der Rolle wieder, die wir vorher gemacht haben. Wie mache ich denn das überhaupt? Wie gebe ich denn so einen Beschluss dann auch bekannt und weiter? Wie kommuniziere ich das mit den Mitarbeitern? Und wir, so wie du gesagt hast, wir hatten ja jetzt eine ganze Reihe von Folgen bereits, die ja auf diesen Punkt zuarbeitet. Und wie heißt es so schön bei Shaolin, in den Treffe eine kluge Entscheidung aus der Ruhe des Geistes.
Also nicht im Aufgewühltsein, im Verwirrtsein, in Angst, in Panik, da triffst du keine, und unter hartem Stress triffst du keine klugen Entscheidungen, sondern du brauchst diesen Abstand, aber trotzdem im Fluss sein. Aus dem Hagakure gibt es auch von den Samurai einen Satz, der heißt, denke scharf nach und dann entscheide innerhalb von 7 Atemzügen. Also sind wir auch wieder bei dem Thema Abstand nehmen, sich nicht impulsiv verhalten und damit eben auch mit Sicherheit zu agieren. Ne? Ja, also der Begriff, wir sind ja in der Kommunikation, ne? Der Begriff Herzog, ne? Ich finde den so schön, ich weiß nicht, ob der belegt ist historisch, ich habe das mal irgendwo gelesen, das ist entstanden zu einer Zeit, als der Herr noch vor seinem Volk herzog. Und ich finde das so schön, einfach zu sagen, geh einfach vorne weg. Und du musst dann auch vorne weg sein und du musst stark sein und du musst mutig sein. Und wir kommen ja vielleicht nochmal zu dem, wenn wir über Führung reden, ja, die Transformation, die veränderte Führung in Zukunft, wie sehr Mut eine Rolle spielen wird in der Zukunft. Wir können auch den Begriff Tapferkeit dazu nehmen, ein sehr alter Begriff, aber ein anderer als Mut. Ja? Einfach hinzugehen und zu sagen, hey, jetzt musst du Mut und entschlossen dann auch wirklich eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung muss wieder für den Augenblick logisch, sinnvoll und zielführend sein. Und dann musst du es aber auch nicht vor dir hertreiben und lange, sondern das, was du sagst, entschlossen auch deinen Mitarbeitern, den Betroffenen, den Kollegen diese Entscheidung vermitteln und sie mitnehmen. Nicht einfach nur bekannt geben durch Befehl und Gehorsam, sondern vermitteln. Ja? Ja, wenn auch wenig Zeit ist, du musst es machen. Also das Informationsmanagement, gerade in Krisenzeiten, wenn Entschlüsse sich auch permanent verändern, bekommt eine völlig neue Bedeutung. Also wie ich Informationen im Zeitalter der Informationsgesellschaft, einer Informationsflut, teilweise einer Informationsüberflutung und dann einer Zeit, in der Halb- oder Unwahrheiten ungeheuer schnell auch Fakes an den Mann und die Frau gebracht werden können, bekommt das eine Brisanz, die ungeheuer ist. Und diese Brisanz gerade einen Entschluss zu kommunizieren, ja, wie aus gut unterrichteten Kreisen durchsickerte, ist, ne? Das ist in der Politik, das kennen wir beide, haben wir beide auch gemacht, eine ganz üble Geschichte, ein Gerücht zu streuen. Ne? Das funktioniert in der Politik immer. Ja? Warum ist da plötzlich eine undichte Stelle? Warum wissen die am Mittwoch schon, was am Freitag verhandelt werden soll? Warum darf das so sein? Ja, das darf nicht sein. Natürlich darf das nicht sein, weil es würde meine Informationshoheit einfach durchbrechen. Und zu sagen, ich möchte das in einem bestimmten Kontext vermitteln und erklären und auch nicht erst vorher diskutiert wissen, durch alle möglichen nicht beteiligten Leute, die nicht an der Entscheidung irgendwie mitgewirkt haben, schon kommentieren lassen. Ja? Sondern ich möchte, dass diese Entscheidung den Mitarbeitern, den Mitarbeiterinnen oder auch den Kunden oder auch den Markt von mir gesagt wird. Ich bin Herr des Verfahrens. Und das ist das Allerwichtigste, dass ich in diesem ganzen Kontext immer Herr des Verfahrens bleiben kann. Der Bestimmer bin. Ja. Ja, der Anstieg. Das ist aber auch wieder bei dem, dass es ein vorbereitender Prozess ist, der schon gelebt werden durfte mit dem Thema, wie gehe ich mit Transparenz um, wie gehe ich mit Informationen um im Haus, wie verlässlich wissen die Mitarbeiter damit umzugehen und vielleicht auch gerade, was mir dabei immer wieder auch einkommt, gerade wenn also sehr viele Themen miteinander verknüpft sind, wie nehme ich auch Komplexität aus dem Thema, dass ich das, was ich weiter kommuniziere, dass es wieder klar und anwendbar oder auf einen Bezug auch kommt und nicht die Leute sagen, was soll ich jetzt aus den ganzen Informationen für mich für Rückschlüsse ziehen? Ja. Was ist jetzt meine Aufgabe damit? Ne? Ja, also gerade wenn ich den Entschluss gefasst habe und ihn dann kommuniziere, dann ist ja auch klar,
mein Handeln, das ist so ein Slogan für uns, das ist nicht nur ein Slogan, sondern eine Philosophie, die wir anwenden. Unser Handeln hat immer Konsequenzen. Ja. Auch nicht handeln. Ja, aber jetzt dieser Entschluss, den ich bekannt gebe, der hat ungeheure Konsequenzen. Und diese Konsequenzen, das ist wieder das, wo wir schon immer wieder drüber gesprochen haben, diese neue Führungskultur. Nicht Arbeitgeber mag, was war ein Wort, ein altes Wort. Aber ich weiß nicht, ob Employer Branding das besser übersetzt, weiß ich nicht. Aber hinzugehen und zu sagen, wir brauchen eine völlig neue Kultur in den Unternehmen, die Mitarbeiter mitzunehmen in der Entscheidungsfindung, in der Vorbereitung von Entscheidungen, Informationsbeschaffung, bei all den Dingen, dass am Ende des Tages, wenn der Entschluss gefasst ist, alle Mitarbeiter nur sagen, yo. Mhm. Und dafür mit aller Kraft. Ja, wir müssen nicht die Besten sein, aber wir sind gut, wir sind richtig gut. Das, was du immer wieder sagst, diese Nummer mit dem Vertrauen auf das, auch wenn der Mitarbeiter noch nicht genau weiß, was da passieren wird, weil es keiner weiß, ja, lebt er in dem Vertrauen, dass die da oben nach bestem Wissen und Gewissen in diesem Augenblick den Entschluss gefasst haben. Jetzt kann es sein, komplette Drehung um 360 Grad. In den nächsten 12 Minuten verändert sich die Lage komplett. Dann kann es sein, dass der Entschluss nicht mehr richtig ist. Ja? Werden wir diesen Entschluss dann bis zum bitteren Ende durchsetzen? Nein, es kann sein, dass wir ihn ändern müssen. Das haben wir in den letzten Monaten immer wieder erlebt. Und dann kommt irgendeiner, der nicht beteiligt war am Prozess, und sagt, so, jetzt haben wir aber genug gelitten, jetzt haben wir das auch verstanden, dass es ganz schwer wird, ja. Aber jetzt könnt ihr das doch mal abschalten und jetzt müssen wir alles auf. Nein, das kann keiner, weil wir in unseren Entscheidungen oft fremdbestimmt sind. Wir sind ja nicht, ja, das ist kein Widerspruch zu Herr des Verfahrens zu sein und dann aber trotzdem fremdbestimmt zu sein. Und hinzugehen und zu gucken, hey, diese Fremdbestimmung, die wird uns immer dazu zwingen, neue Entschlüsse zu fassen. Wieder klar, sicher und bestimmt. Auf der Grundlage von neuen Informationen. Ja, und es ist auch wesentlich einfacher, finde ich immer wieder, aufgrund eines Entschlusses, einer eingeschlagenen Richtung, eine Kurskorrektur vorzunehmen, ja, als wenn wir in der Seefahrt bleiben, als vorher nur einfach treibend im Meer dann irgendwie zu schauen, wie ich jetzt das Ganze wieder in Bewegung bekomme. Ne? Ja. Und es gibt von DeBelly ja dieses wahnsinnig schöne Buch, ich weiß nicht, wie viele Denkfehler es sind, die 54, 78 häufigsten Denkfehler. Ne? Okay. Da kann man dann nachlesen, warum haben wir den BER denn so weitergebaut. Mhm. Ne? Und jetzt steht er da, oder die Philharmonie, weil wir schon so schön weit waren. Mhm. Ne? Da fehlte dann irgendwann irgendwo der Entschluss, wir machen weiter oder wir machen nicht weiter. Heute, mit dem Abstand von so und so vielen Jahren, sagen wir, okay, die Philharmonie steht da, sie ist ein neues Wahrzeichen und sie wird wahnsinnig angenommen. Und jetzt sagen wir möglicherweise, die 780 Millionen Euro sind jetzt ein angemessener Preis, was ich immer noch bezweifle, aber da steht ein Leuchtturm jetzt wieder. Ja? Und genauso beim BER, ich weiß nicht, er muss noch seinen Stresstest bestehen, was er noch nicht hat. Ja? Aber wir haben ihn weitergebaut. Einer der häufigsten Denkfehler. Wir machen so weiter, weil wir schon so schön weit sind. Nein, es muss auch dann, wir haben ja über Scheitern schon ein paar Mal gesprochen, es muss in diesem Entschluss, darf kein Zweifel stecken, weil er ist in diesem Augenblick richtig. Er ist er ist alternativlos. Aber es kann auch die Möglichkeit drin bestehen des Scheiterns, einen Entschluss neu zu fassen, einen Entschluss zu überdenken, einen Entschluss rückgängig zu machen, etc. Aber vorher haben wir mit allen im Team daran gearbeitet. Bedarf wieder einer umfassenden Kommunikation, miteinander zu reden. Heißt nicht, dass ich unendlich viele Sitzungen, Tagungen, Besprechungen, Teammeetings einberufen muss. Ich habe eine Firma, da haben wir mal zusammengerechnet, wie viele Stunden pro Woche eigentlich die Leader in Teammeetings verbringen. Ja,
Fast 80% ihrer Tätigkeit verbringen die in Teammeetings. Die haben gar keine Zeit, diese vielen Beschlüsse und Informationen in ihren Teams umzusetzen, weil sie dann schon wieder ins nächste Meeting rennen. Ja. Ja? Wir haben die Wochenplanung hingelegt und gesehen, puff, wann warst du in deinem Team? Ja, in meiner Freizeit, zum Schichtwechsel. Ja. Aber ansonsten wenig. Na, auch das, so eine Unsitte, Meetings sind dazu da, um Entscheidungen zu treffen und nicht um Dinge durchzudiskutieren. Ja. Ja, wie lange darf ein Meeting dauern? Ja, und dann reden die immer über Stunden. Mhm. Ja, was ist überhaupt ein Meeting? Wenn alle physisch zusammenkommen? Nein. Ja, welche Rolle spielt bei der Kommunikation Hole- und Bringepflicht? Mhm. Muss ich dir alle Informationen pürieren oder kannst du auch an irgendeinem Infopoint, wo auch immer der im Unternehmen ist, dir deine Informationen abholen? Ja, darfst du auch Informationen da eingeben? Also wir haben ein Unternehmen, in dem wird da dürfen die Mitarbeiter hochkomplexe Maschinensysteme bedienen, aber bestimmte Informationen in einen Infopoint eingeben, das ist nur eine Tastatur, dürfen sie nicht. Ja, das ist also die Frage von Kompetenz und Vertrauen und Methodik wieder, hinzugehen und zu sagen, wie logisch ist das eigentlich alles? Kannst du dir auch, wenn du nicht dabei warst bei der Verkündung dieses Beschlusses, woher weißt du denn jetzt eigentlich, was gemacht werden muss, weil du dir es abholst? Hole- und Bringepflicht so eines Entschlusses. Und dann nicht 1000 Fragen zu stellen, sondern Klarheit zu haben in dem, was du da machst, wenn der Entschluss als Aufgabe führen mit Zielvorgabe dasteht, dann wirst du den Rest, der dir fehlt an Informationen, dir entweder beschaffen oder du wirst es selbst ergänzen durch kluges Mitdenken, Mitarbeiten. Mhm. Das ist beim Entschlussfassen, glaube ich, so der Kern dafür. Ja. Aber nochmal. Ja, zu einem Schluss oder zu einer Entscheidung zu kommen. Ja. Man sagt ja so, was entscheidet, also es scheidet sich etwas zwischen dem oder dem. Also ich muss ja irgendwo, oder irgendjemand, irgendwo habe ich es mal gelesen, wahrscheinlich kommt sogar aus dem Teil, als man das Schwert aus der Scheide gezogen hat und also es hat entscheidet hat und damit klargemacht hat, jetzt bin ich bereit, hier meinen Standpunkt auch wirklich zu vertreten und durchzusetzen. Also, es ist ein sehr schönes Bild, weil es ist ja nicht mit D geschrieben, ne? Also es ist keine Ende der Entscheidung. Eine Ente. Ja, also ich glaube auch darin liegt der Wert dann dessen, was wir in einem der nächsten Podcasts ja besprechen, in dieser Transformation der Führung oder neue Arbeit. Wie beschreibt sich Arbeit neu? New Work ist ja nicht nur ein Zauberwort, sondern das ist ja ein neuer Denkansatz und der ist ja noch nicht fertig beschrieben. Wir können ihn ja noch weiter beschreiben. Und da ist die Entschlussfassung und auch das Vertrauen in die Richtigkeit von Entschlüssen und die Flexibilität und die Dynamik in Entschlüssen, glaube ich, mit inkludiert. Und dann auch. Wenn wir jetzt Entschlüsse gefasst haben, dann kommen wir wirklich zu unserer nächsten Episode, die wir schon das letzte Mal angekündigt haben, Leben in der Lage, weil das funktioniert erst dann, wenn wir einen Entschluss gefasst haben. Was ist das? Also, bleibt gespannt, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.